Protestaktion der GDL vor der Zentrale der Deutschen Bahn am Potsdamer Platz in Berlin. Einige Dutzend Mitglieder der Lokführergewerkschaft haben sich versammelt. Unterstützt werden sie unter anderem vom DBB-Beamtenbund. GDL-Chef Klaus Weselski bekräftigt im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn die hohe Streikbereitschaft bei den Lokführern. Aber ihr wisst, dass wir dieses letzte Mittel des Arbeitskampfes wieder zum Einsatz bringen müssen, wenn das Management, womöglich gestützt auch noch vom Eigentümer, sich weiter so verhält, wie es derzeitig unterwegs ist. Wir werden diese Haltung aufbrechen. Wir werden im Arbeitskampf dafür Sorge tragen, dass dem Management nicht nur ein Licht aufgeht, sondern auch die Taschen. Die GDL hatte in der vergangenen Woche mit Streiks im Personen- und Güterverkehr den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöht und mit weiteren Arbeitsniederlegungen gedroht. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung bereits 2021 und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Beides lehnt die Bahn bislang ab. Sie will erst ab 2022 mehr Geld zahlen. Das Unternehmen rief die GDL wiederholt zurück an den Verhandlungstisch. Nicht umsonst, mein lieber Uli.